machen wir weiter mit zwei Stichproben-T-Tests. Und hier ist, wie Sie jetzt gleich sehen werden, die Gliederung genau dieselbe. Das heißt, wir besprechen zuerst das Anwendungsszenario, dann Modellformulierung und Modellschätzung und dann zum Schluss kommen wir in einem längeren Abschnitt zur Modellevaluation, also dem Hypothesentest. Vieles von dem, was wir jetzt sehen werden, wird analog sein zum Einstichproben-T-Test. Aus dem Grund werden wir auch nicht alle Theoreme beweisen. Ja, also die Theoreme unterscheiden sich teilweise darin, dass der Freiheitsgradparameter ein anderer ist. Und dafür müssen wir dann nicht nochmal den ganzen Beweis wiederholen. Andere Dinge sind verschieden und da werden wir uns die Beweise auch anschauen. Gut, dann kommen wir also zum Anwendungsszenario. Der Anwendungsfall des Zwei-Stichproben-T-Tests ist dadurch gekennzeichnet, dass man zwei Gruppen randomisierter experimenteller Einheiten vorliegen hat, also beispielsweise zwei Gruppen von Probanden oder Patienten, von denen man eine Variable gemessen hat. Und man nimmt an, dass diese so erhobenen Datenpunkte für die beiden Gruppen unabhängig und identisch normal verteilt sind, mit dem Erwartungswertparameter μ1 für Gruppe 1 und dem Erwartungswertparameter μ2 für Gruppe 2, aber mit demselben Varianzparameter Sigma Quadrat für beide Gruppen. μ1, μ2 und Sigma Quadrat sind hierbei unbekannt. Und wir gehen davon aus, dass wir daran interessiert sind, μ1 mit μ2 inferenziell zu vergleichen. Ja, indem wir beispielsweise herausfinden, dass μ1 signifikant größer ist als μ2. So, hier gibt es auch wieder verschiedene Beispiele, die dieses Szenario realisieren. Wir können zum Beispiel unseren Psychotherapiefall so erweitern, dass wir sagen, wir haben jetzt zwei Gruppen von Patienten. Eine Gruppe erhält Face-to-Face-Therapie, die andere Gruppe erhält Online-Therapie. Wir berechnen wieder BDI-Differenzwerte und dann würde ein Unterschied von μ1 und μ2 dafür sprechen, dass sich die Wirksamkeiten der Therapien voneinander unterscheiden. Dass also das eine mehr oder weniger wirksam ist als das andere. Alternativ kann man sich vorstellen, dass man so eine forcierte Schwimmtestexperimente mit zwei Gruppen von Mäusen macht, wobei eine Gruppe eben der Wildtyp ist und die andere Gruppe der Genotyp so modifiziert wurde, dass man dort eine Serotoninrezeptormutation hat. Wenn man dann findet, dass in der Variable, die man bei diesem forcierten Schwimmtest gemessen hat, sich der Mittelwert oder Erwartungswert zwischen den zwei Gruppen signifikant voneinander scheidet, würde das eben dafür sprechen, dass die genetische, der Genotyp, der dem Serotoninrezeptor zugrunde liegt, eben zum Schwimmtestverhalten beiträgt. Und das letzte Beispiel, was wir hier erwähnen wollen, ist wieder aus der funktionellen Magnetresonanztomographie und diesmal aus den klinischen Neurowissenschaften. Wir könnten uns beispielsweise vorstellen, dass wir hier zwei Gruppen von Probanden haben. Einmal eine Gruppe von Alzheimer-Patienten. Das ist also eine Demenzerkrankung, bei der die Patienten insbesondere Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis haben. Und als Gruppe 2 gesunde, aber gleichaltrige Kontrollen. So. Wenn wir dann ein FMRT-Experiment zu Gedächtnisleistungen durchführen, indem wir zum Beispiel untersuchen, welche Hirnaktivität ergibt sich bei der Enkodierung von Inhalten ins Langzeitgedächtnis, dann würde ein Unterschied zwischen μ1 und μ2 eben dafür sprechen, dass die Alzheimer-Erkrankung die Hirnaktivität während dieser Enkodierung von Gedächtnisinhalten verändert oder beeinträchtigt. Was ja dann vermutlich auch der Grund ist dafür, dass Alzheimer-Patienten behaviorale Auffälligkeiten zeigen. Gut. Wir fokussieren wieder auf das erste Beispiel, das heißt die Psychotherapie. Wir gehen davon aus, dass wir hier jeweils dieselbe Psychotherapieform verabreichen, dass aber einmal face-to-face geschieht, also in direktem Kontakt mit dem Therapeuten, und einmal online, also zum Beispiel nur rein textbasiert, so wie wir das gestern auch im Seminar gesehen hatten, in dem Paper, was gestern im Seminar besprochen wurde. So, dann würden wir bei beiden Gruppen wieder vor und nach der Therapie den BDI messen, Differenzwerte errechnen und dann treffen wir die Annahme, dass diese Datenpunkte
Realisierungen von Zufallsvariablen Y1J mit μ1 Sigma Quadrat und Y2J mit μ2 Sigma Quadrat jeweils normal verteilt sind. Hierbei stehen die Indizes 1 und 2 für die Gruppen und der Index J steht also für einen Patienten oder eine Patientin innerhalb einer Gruppe. Gut, hier ist wieder ein Beispieldatensatz. Ich habe jetzt der Klarheit halber hier nur die ersten 15 Patienten für jede Gruppe dargestellt in dieser Tabelle. Die Spalte Setting gibt an, in welcher Therapieform sich die Patienten befunden haben, Face-to-Face versus Online. Prä- und Post-BDI wären wieder die beiden Messungen des BDI und die letzte Spalte gibt dann wiederum den Delta-BDI-Wert für alle Patienten an. Okay, diese Daten kann man visualisieren, dafür ist hier der Quellcode in R angegeben und wir berechnen auch wieder ein paar Kennwerte von diesen Daten, dafür ist hier der Quellcode. Und das Ganze sieht dann so aus, wir haben wieder hier oben ein Histogramm, das haben wir jetzt hier separat pro Gruppe gemacht, Face-to-Face und Online. Das Histogramm gibt an, welcher Delta-BDI-Wert in welchem Anteil des Samples mit welcher Häufigkeit vorkommt. Und hier unten stehen jetzt die Deskriptivstatistiken, also wieder Stichprobenumfang, Maximum, Minimum, Median, Mittelwert, Stichprobenmittel und Stichprobenvarianz und Stichprobenstandardabweichung. Wir sehen, dass hinsichtlich des Stichprobenmittels ein recht großer Unterschied vorliegt zwischen den beiden Gruppen, 3,92 versus 7,40 als Verbesserung im BDI. Allerdings ist wiederum die Varianz hier sehr hoch, 19,4, 23,8, sodass wir eines inferenzstatistischen Verfahrens bedürfen, um unsere Nullhypothese zu entscheiden, ob die beiden Gruppen sich gleich gut verbessert haben oder ob ein Vorteil bei einer der beiden Gruppen vorliegt. Okay, dann kommen wir zur Modellformulierung. Modellformulierung heißt, wir definieren das Zwei-Stichproben-T-Test-Modell. Das sieht wie folgt aus. YIJ mit I gleich 1 bis 2, also der Index für die Gruppe, und J gleich 1 bis NI, also von 1 bis zu Anzahl der Patienten innerhalb einer Gruppe, seien die Datenpunkte. Und dann hat das Zwei-Stichproben-T-Test-Modell die strukturelle Form. YIJ ist gleich μI plus εIJ, wobei die εIJ alle unabhängig und identisch normal verteilt sind, mit Erwartungswertparameter 0, Varianzparameter Sigma Quadrat und so weiter und so fort. Daraus ergibt sich die Datenverteilungsform, dass also jedes YIJ einer Normalverteilung folgt mit dem zwischen Gruppen verschiedenen Erwartungswert μI und dem Varianzparameter Sigma Quadrat. Und wenn man jetzt die Datenpunkte alle in einem Datenvektor zusammenfasst, also die Datenpunkte von Gruppe 1 untereinander schreibt und die Datenpunkte von Gruppe 2 untereinander schreibt, dann ergibt sich auch die Designmatrixform Y gleich X Beta plus Epsilon, wobei die Designmatrix hier durch so eine Zusammenfügung von 1 und 0 Vektoren gegeben ist. Ich schreibe dazu gleich ein Beispiel an. Und der Beta-Parameter-Vektor die beiden Erwartungswerte μ1 und μ2 enthält. Die Äquivalenz dieser Designmatrixform mit der Datenverteilungsform und der strukturellen Form ergibt sich mit dem, was wir in Einheit 5 diskutiert haben und aus den Regeln der Matrixmultiplikation. Also, stellen wir uns vor, wir haben zwei Datenpunkte pro Gruppe. Das ist natürlich jetzt nur so eine Art Spielzeugbeispiel. Und dann hätten wir also den Datenvektor Y1, Y2, Y3, Y4. In dem Fall würde, Entschuldigung, ich schreibe das mal ein bisschen klarer hin, damit wir hier auch die Gruppen besser auseinanderhalten können. Wir hätten also
die Datenpunkte Y11, Y12, Y21 und Y22. Also zwei Gruppen und jeweils zwei Datenpunkte pro Gruppe. Dieses kryptische Matrix X, die hier steht, in Gleichung 37, bedeutet, dass wir 1-Vektoren und 0-Vektoren mit den Längen n1 und n2 zusammensetzen. Das heißt, wir würden hier also die Matrix erhalten 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ja, also Sie sehen, wir machen also nichts anderes als zwei kategoriale Regressoren zu bilden, die 1 sind, wenn wir in der Gruppe sind, und die 0 sind, wenn wir nicht in der Gruppe sind. Das ist alles, was sich hinter diesen 1 und 0 Vektoren verbirgt. Dann haben wir den Beta-Parameter-Vektor. Der Beta-Parameter-Vektor ist μ1, μ2. So, das hier ist eine n mal 2 Matrix und das ist ein 2 mal 1 Vektor. Das heißt, wenn wir die beiden miteinander multiplizieren, müssen wir den Vektor immer rotieren, transponieren und hier so drüber liegen. Das heißt, wir haben dann hier μ1, μ1, μ2, μ2. Und das andere wird jeweils 0, weil wenn 0 mit was multipliziert wird, bleibt es 0. Plus unseren Fehlervektor. Und der Fehlervektor ist ε1, ε. Das können wir mal nachgucken. Ja, der ist auch so indiziert: ε1, 1. ε1, 2, ε2, 1 und ε2, 2. So. Das wäre also jetzt einmal dieses Modell komplett ausgeschrieben für zwei Beobachtungen pro Gruppe. Da können wir auch kurz eine Datensimulation durchführen. Das heißt, wir formulieren hier oben unser Modell. Wir haben jeweils 40 Datenpunkte pro Gruppe, ergibt 80 Datenpunkte insgesamt. Dann wird hier die Designmatrix in dieser blockdiagonalen Form spezifiziert. Das heißt, wir haben hier einmal den 1-Vektor und schräg diagonal darunter den 1-Vektor für die zweite Gruppe. Dann haben wir hier wahre, aber unbekannte Werte für Beta und Sigma Quadrat. μ1 ist 1, μ2 ist 2 und Sigma Quadrat ist 14. Dann generieren wir wieder eine Realisierung des Datenvektors und hier habe ich jetzt der Klarheit halber auch wieder nur die ersten 15 Beobachtungen pro Gruppe ausgegeben. Gut. Jetzt zur Modellschätzung. Modellschätzung bedeutet, dass wir den Beta-Parameterschätzer und den Varianzparameterschätzer berechnen. Das ist jetzt hier ein wenig komplizierter als im Einstichproben-T-Test-Fall, aber nicht besonders schwierig. Und zwar ist es so, dass der Beta-Parameterschätzer sich als der 2-mal-1-Vektor ergibt, der die Stichprobenmittel enthält. Und der Varianzparameterschätzer ergibt sich als diese gewichtete Summe hier von residuellen Quadratsummen. Also Sie sehen, wir haben hier einmal Summe der quadrierten Abweichungen von dem Mittelwert in Gruppe 1 plus Summe der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert in Gruppe 2 geteilt durch n1 plus n2 minus 2. Diese Größe wird als S12-Quadrat notiert und wird als gebündelte Stichprobenvarianz bezeichnet. Im Englischen auch Pooled Sample Variance. So, hierbei ist wichtig festzuhalten, dass diese gebündelte Stichprobenvarianz nicht der Stichprobenvarianz des Gesamtdatenvektors entspricht. Ja? Sie sehen, wir subtrahieren hier von jeder Beobachtung den Mittelwert ihrer Gruppe. Wenn wir jetzt die Stichprobenvarianz über den gesamten Datenvektor berechnen würden, würde es nur einen Mittelwert geben, den wir subtrahieren. Und aus dem Grund gilt im Allgemeinen, dass dieses S12-Quadrat nicht mit SY-Quadrat identisch ist. Gut, dann müssen wir das beweisen und wir schreiben hier der Klarstellung nochmal an, der Klarstellung halber nochmal an, was wir genau haben. Wir haben ein allgemeines lineares Modell, y gleich x Beta plus Epsilon, mit der Designmatrix 1-Vektor der Größe n1, 0-Vektor der Größe n1, 0-Vektor der Größe n2, 1-Vektor der Größe n2.
Datenvektor besteht dabei aus dem n mal 1 Vektor y1, der also die Datenpunkte von Gruppe 1 umfasst, und dem n mal n2 mal 1 Vektor y2, der die Datenpunkte von Gruppe 2 umfasst. P ist 2, da wir hier zwei Regressoren in der Designmatrix haben. Wir halten an der Stelle mal fest, dass das eine n mal 2 Matrix ist. Das ist ein n mal 1 Vektor. Gut. Der Beta-Parameterschätzer ist, wie wir uns erinnern, gegeben als x-Transponent x invers, x-Transponent y. So, jetzt setzen wir mal ein. Als erstes müssen wir die Designmatrix transponieren. Wenn wir die Designmatrix transponieren, bedeutet das, dass diese Spalte zur ersten Zeile wird. Die erste Spalte wird zur ersten Zeile, die zweite Spalte wird zur zweiten Zeile. Das heißt, hier steht 1n1 transponiert, 0n2 transponiert, 0n1 transponiert, 1n2 transponiert. Dann steht die Designmatrix unverändert, 1n1, 0n1, 0n2, 1n2. Klammer zu, Matrix inverses. Dann steht hier nochmal die transponierte Designmatrix, können wir also wieder so aufschreiben, 1n1 transponiert, 0n2 transponiert, 0n1 transponiert, 1n2 transponiert. Und der Datenvektor ist y1, y2, wobei y1 und y2 an dieser Stelle jetzt Vektoren sind, aller Datenpunkte in Gruppe 1 und Gruppe 2. Wir wollen jetzt das, was hier steht, x transponiert x invers, uns mal an einem Beispiel vergegenwärtigen, damit wir verstehen, was da passiert. Und zwar werden wir diese Designmatrix hier nehmen. Das heißt, wir rechnen also aus, ich transformiere diese Matrix 1, 1, 0, 0 und 0, 0, 1, 1. Mal die Matrix unverändert, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. So, welche Größe wird die Matrix haben, die da herauskommt? Also, das ist eine 2x4 Matrix und wir multiplizieren die mit einer 4x2 Matrix. Welche Größe wird die Ergebnismatrix haben? 2x2. Ja, ja, richtig. Das wird eine 2x2 Matrix sein. So, für den Eintrag 1,1 müssen wir jetzt die erste Zeile und die erste Spalte nehmen. Wir rechnen also 1 mal 1 plus 1 mal 1 plus 0 mal 0 plus 0 mal 0 ist 2. Jetzt erste Zeile, zweite Spalte. 1 mal 0 plus 1 mal 0 plus 0 mal 1 plus 0 mal 1 ist immer 0. Die Summe ist also 0. Jetzt zweite Zeile, erste Spalte. 0 mal 1 plus 0 mal 1 plus 1 mal 0 plus 1 mal 0. Ist auch 0. Jetzt die zweite Zeile mit der zweiten Spalte. 0 mal 1 plus 0 mal 1 plus 1 mal 1 plus 1 mal 1 ist 2 mal 1, also 2. So. Das heißt, Matrizen zu multiplizieren ergibt wirklich Sinn. Ja? Und man kann das mal machen und da kommen auch die richtigen Ergebnisse bei raus. Jetzt verallgemeinern wir das auf den Fall, den wir hier haben. Hier haben wir jetzt nicht die Designmatrix mit n1 und n2 gleich 2, sondern mit beliebigem n1 und n2. Und wenn wir dieses Produkt da ausrechnen, kommt daraus n1 und n2 auf den Diagonalen und 0 überall sonst. Das liegt daran, dass diese beiden Vektoren, beiden Regressoren sich gegenseitig ausschließen. Ja? Da, wo der eine 1 ist, ist der andere 0 und da, wo der andere 1 ist, ist der eine 0. So. Deshalb haben wir hier die Diagonaleinträge. Jetzt kommen wir zu diesem zweiten Term hier, x transponiert y. Da können wir auch einmal ein Beispiel durchrechnen. Also 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 mal y1, 1, y1, 2, y2, 1, y2, 2.
wir den Backdoor von da oben übernommen. Wieder die Frage, das ist ein Matrix-Produkt, bei dem das eine ein Vektor ist. Was kommt dabei raus? Also ich will nicht wissen, was kommt dabei raus, sondern welche Größe hat das, was dabei rauskommt? Ja? 2x1. 2x1, richtig. Weil wir haben hier eine 2x4-Matrix und hier ein 4x1 Vektor. Gut, dann schauen wir mal, wie die beiden Einträge aussehen. Wir haben hier erste Zeile mit erster Spalte, 1 mal y11 plus 1 mal y12 plus 0 mal die anderen beiden ergibt y11 plus y12. Das heißt, wir errechnen die Summe der Einträge des Vektors der ersten Gruppe. Zweite Zeile, erste Spalte. 0 mal y11 plus 0 mal y12 plus 1 mal y21 plus 1 mal y22 ergibt y21 plus y22. Das heißt, wir errechnen die Summe der Einträge des Vektors für die zweite Gruppe. Ja? Das können wir hier wieder auch verallgemeinern und dann steht hier die Summe über alle. Hat es jetzt hier J benutzt? Ja, sehr gut. Y1J von J gleich 1 bis N1. Und hier steht die Summe von J gleich 1 bis N2 über alle Y2J. Gut. Das sieht sehr schön aus. Jetzt müssen wir nur wissen, was ist das Inverse hiervon? Das ist eine Diagonalmatrix. Wie war nochmal das Inverse einer Diagonalmatrix gegeben? Siehe Einheit 3 Matrizen, ungefähr am Ende, Abschnitt spezielle Matrizen. Erinnert sich jemand, was das Inverse einer Diagonalmatrix ist? Oder will jemand vielleicht raten, was das Inverse einer Diagonalmatrix ist? Bei Diagonalmatrizen ist ja immer alles ganz einfach und erwartbar, ja? Also nach dem, was wir auch eben hatten, sehe ich da jetzt das Gleiche, dass einfach 1 durch die Anzahl gemacht wurde, also was einfach, also die Inverse, einfach das elementar ausgewertet wird, das Inverse? Ja, es ist nicht ganz elementar ausgewertet, weil dann müsste ja hier auch 1 durch 0 stehen, das wäre nicht definiert, aber es ist richtig, das Inverse einer Diagonalmatrix ist auch wieder eine Diagonalmatrix, bei der die Diagonalelemente durch die Inversen, also durch 1 durch die originalen Diagonalelemente gegeben sind. Das heißt, wir haben hier die Matrix 1 durch N1, 0, 0, 1 durch N2. Sehr gut. Und hier haben wir weiterhin die Summe über alle y1j und die Summe über alle y2j. So. 2 mal 2 Matrix mal 2 mal 1 Vektor, brauche ich jetzt nicht mehr zu fragen, ergibt einen 2 mal 1 Vektor. So, erste Zeile mal erste Spalte. 1 durch N1 mal Summe über alle Y1J plus 0 mal das andere. Das heißt, der erste Eintrag ist also 1 durch N1 mal Summe über alle Y1J. Zweite Zeile mal erste Spalte. 0 mal Summe über alle y1j plus 1 durch n2 mal Summe über alle y2j ergibt 1 durch n2 mal Summe über alle y2j. So. Und so haben wir auf magische Art und Weise hier mit Hilfe des Beta-Parameterschätzers die Stichprobenmittel aus dem Datensatz extrahiert. Stichprobenmittel y1 quer und y2 quer. Das heißt, Matrixmultiplikation kann wirklich zaubern. Ja. Gut, aber das war nur der Beta-Parameterschätzer. Jetzt brauchen wir noch den Varianzparameterschätzer. Zunächst schreiben wir die allgemeine Formel auf. Sigma Quadrat Dach ist gleich 1 durch n minus p. Y minus x Beta transponiert mal y minus x Beta. So.
N-P ist leicht, weil N ist N1 plus N2 und P ist 2. Das heißt, der Bruch hier vorne ergibt sich als N1 plus N2 minus 2. Gut, jetzt zu diesem Vektor da. Wir müssen jetzt hier den Datenvektor hinschreiben. Der Datenvektor ist y1, y2. Wir müssen die Designmatrix hinschreiben. Die ist 1, n1, 0, n2, 0, n1, 1, n2. Und wir müssen den Beta-Parameterschätzer hinschreiben. Der steht hier. y1 quer, y2 quer, Klammer zu, transformiert und dann kommt hier an der Stelle dasselbe nochmal. Y minus x mal Beta. Das schreibe ich jetzt mal Punkt, 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 wenn das für Sie recht ist. Ja, gut, vielen Dank. Gut, dann schauen wir uns mal an, was bei diesem Vektor genau rauskommt. Also, das ist eine Matrixaddition, ja, mit dem Subtraktionszeichen. Das heißt, das Ergebnis davon muss ein Vektor der Größe n mal 1 sein, so wie auch der Datenvektor. Das ergibt sich, weil die Designmatrix ist n mal 2 und der Parameterschätzervektor ist 2 mal 1. Das heißt, das ist ein n mal 1 Vektor und hier kommt auch ein n mal 1 Vektor raus. Welcher n mal 1 Vektor kommt hier raus? Naja, wir sehen, dass wir diesen Vektor hier transformieren müssen und immer auf alle Zeilen der Designmatrix drauflegen. Und daraus ergibt sich dann, dass überall, wo Gruppe 1 ist, y1 quer steht und überall, wo Gruppe 2 ist, y2 quer stehen bleibt. Das heißt, wir haben hier also den Vektor y1, 1 minus y1 quer bis zum letzten Eintrag von Gruppe 1, y1, n1 minus y1 quer. Und dann dasselbe noch einmal für Gruppe 2. y2, 1 minus y2 quer bis y2, n2 minus y2 quer. So, das Ganze wird transformiert. Und dann kommt hier derselbe Vektor nochmal, für den ich jetzt wieder Punkt, Punkt, Punkt schreibe. Okay, das ist ein n mal 1 Vektor. Wenn wir den transponieren, dann ist es ein 1 mal n Vektor. Das hier ist auch ein n mal 1 Vektor. Das heißt, wir haben hier 1 mal n mal n mal 1. Das ergibt eine 1 mal 1 Matrix, also ein Skalar. Soweit stimmt also alles, weil der Varianzparameterschätzer ist ja nur eine Zahl. Und kein Vektor und keine Matrix. Gut, das heißt, wir müssen jetzt herausfinden, was bei diesem Vektorprodukt hier rauskommt. Wie wir sehen, wird hier ein Vektor genommen, der wird transponiert und dann mit sich selbst multipliziert. Das heißt, das Ergebnis davon ist eine Summe von Quadraten, nämlich die Summe der Quadrate aller Einträge des Vektors. Ja. Vektor transponiert, multipliziert mit Vektor ergibt Summe der Quadrate aller Einträge dieses Vektors. Okay, und diese Summe der Quadrate werden wir jetzt aufschreiben, wobei wir gleich Gruppe 1 von Gruppe 2 auch getrennt betrachten. Das heißt, wir schreiben hier zuerst alle Quadrate für diese Einträge auf. Hier haben wir Summe über alle j gleich 1 bis n von y1j minus y1 quer Quadrat. Und jetzt betrachten wir alle Einträge von Gruppe 2. Da ergibt sich dann auch wieder eine Summe von Quadraten j gleich 1 bis n2 von y2j minus y2 quer. Klammern zum Quadrat, Klammer zu. Gut, und das ist genau die Größe, die im Theorem definiert war als gebündelte Stichprobenvarianz
bezeichnet als S12-Quadrat. Okay. Gibt es dazu Fragen? Gut. Auch hier nehmen wir uns einmal unseren Beispieldatensatz und überprüfen die Richtigkeit dieser Formeln. Also wir können das dadurch nicht beweisen, man kann nicht durch einzelne Berechnungen Theoreme beweisen, aber wir können schauen, ob das hier alles miteinander stimmig ist, indem wir einerseits die Parameterschätze berechnen, Beta-Dach und Sigma-Quadrat-Dach, und andererseits die Stichprobenmittelwerte, denn die sollen ja im Beta-Parameter-Vektor stehen, und die gebündelte Stichprobenvarianz, denn die soll ja den Varianzparameterschätzer ergeben. Jetzt sind hier unten wieder die Ergebnisse ausgegeben und wir sehen, dass der Beta-Parameterschätzer mit den Stichprobenmitteln y1 quer, y2 quer identisch ist und dass der Varianzparameterschätzer mit der gebündelten Stichprobenvarianz identisch ist, 21,59, dass die beiden sich aber unterscheiden von der Stichprobenvarianz des Gesamtdatenvektors, der hier also 24,37 ist. Gut. Möchten Sie eine Pause machen? Also wir kommen jetzt wieder zum Abschnitt Modellevaluation, der etwas länger wäre. Ja. Mhm. Ja, gut. Dann machen wir 15.45 Uhr weiter. Dann also Modellevaluation und hier ein kurzer Überblick zunächst einmal. Also Sie haben ja schon gemerkt, wir fassen unter Modellevaluation einerseits Hypothesentest und andererseits das Aufstellen von Konfidenzintervalle. Wir verzichten jetzt hier an der Stelle auf das Aufstellen von Konfidenzintervallen für den Zwei-Stichproben-T-Test. Ja? In der Praxis zielt also das Zwei-Stichproben-T-Test-Design eher auf einen Hypothesentest und Konfidenzintervalle lassen sich bestimmen mit dem Theorem, was wir in Einheit 7 kennengelernt haben, Konfidenzintervalle für Beta-Parameterschätzer-Komponenten. Dieses Theorem kann also im Prinzip übertragen werden, um auch Konfidenzintervalle für die μ1 und μ2 zu spezifizieren und wir werden das zumindest nachher im R-Code sehen. Aber vorrangig beschäftigen wir uns mit den Hypothesentests und die Literatur zu Zwei-Stichproben-Hypothesentests ist also sehr umfangreich. Wir beschränken uns jetzt hier im Folgenden auf einen sehr bestimmten Fall, wie auch bei den Einstichproben-T-Tests. Man kann sich also folgende drei Hypothesenszenarien denken. μ1 minus μ2 ist gleich μ0 als Nullhypothese, als einfache Nullhypothese. Und μ1 minus μ2 ist ungleich μ0 als zusammengesetzte Alternativhypothese. Also analog zu dem Fall, den wir eben im Einstichproben-Szenario hatten. Alternativ kann man natürlich auch zusammengesetzte Nullhypothesen spezifizieren, also μ1 minus μ2 kleiner gleich oder größer gleich μ0. Und dann würde die Alternativhypothese lauten, dass diese Differenz größer oder kleiner μ0 ist. Wobei μ0 wieder der festgelegte Wert ist, den wir unter unserer Nullhypothese annehmen. Ja, und gegen den wir gewissermaßen testen. Wir betrachten jetzt hier wieder den ersten Fall, also den Fall einer einfachen Nullhypothese und einer zusammengesetzten Alternativhypothese. Dieser Fall ist sehr anschaulich, weil für μ0 gleich 0 sich die Nullhypothese und die Alternativhypothese dann vereinfachen. Die Nullhypothese lautet dann μ1 gleich μ2, also dass die Gruppenerwartungswerte gleich sind. Und die Alternativhypothese lautet dann μ1 ungleich μ2. Schön. Gut, wir benutzen hier wieder dieselbe Gliederung, die wir auch zuvor schon hatten. Wir haben also unser statistisches Modell aufgestellt, gerade eben die Parameterschätze hergeleitet und uns für Testhypothesen entschieden. Und im Anschluss daran werden wir jetzt die Teststatistik herleiten, den Test formal definieren, die Testgütefunktion, die Testumfangskontrolle, den P-Wert und die Powerfunktion uns anschauen, wobei wir aber vieles davon, wie bereits angedeutet, nur hinstellen, aber nicht nochmal extra beweisen, wie eben bei den Einstichproben-T-Tests, weil es eben analog ist, zu dem
was wir dort gesehen haben und weil sich in den meisten Fällen einfach nur der Freiheitsgradparameter ändert. Okay, also dann zunächst zur Teststatistik. Die Teststatistik für den Zwei-Stichproben-T-Test. Gegeben sei das Zwei-Stichproben-T-Test-Modell mit dieser Designmatrix hier. Und wir legen des Weiteren fest, den Kontrastgewichtsvektor 1 minus 1 und den Nullparameter C transponiert Beta 0 μ 0. Ja? Wir legen C und Beta 0 deshalb so fest, weil sich dann sehr schön die Null- und die Alternativhypothese ergeben, auf die wir uns hier festgelegt haben. Also nochmal zur Erinnerung, der Kontrastgewichtsvektor wird transponiert und mit dem Beta-Parametervektor multipliziert. Und wenn man das hier tut, dann kommt bei C transponiert Beta einfach μ1 minus μ2 raus. Dann ergibt sich die Teststatistik T als dieser Term hier, Wurzel aus N1 mal N2 geteilt durch N1 plus N2 mal y1 quer minus y2 quer minus μ0 geteilt durch gebündelte Stichprobenvarianz S1,2. Dann gilt, dass diese Teststatistik der nicht zentralen T-Verteilung folgt mit dem Freiheitsgradparameter N1 plus N2 minus 2 und dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta, der hier auf der rechten Seite von Gleichung 44 gegeben wird. Man kann Cohen's D, das Effektstärkemaß, auch analog für den Zwei-Stichproben-T-Test einführen. Da lautet das dann so, y1 quer minus y2 quer, also die Differenz der Stichprobenmittel, geteilt durch die gebündelte Stichprobenstandardabweichung, S1,2. Und hier gilt auch wieder, wenn wir hier in Gleichung 43 μ0 gleich 0 setzen, dann ist Cohen's D einfach die T-Statistik geteilt durch diesen Wurzelterm. Ja? Okay. So wie die Teststatistik im Einstichproben-T-Test basiert auch das auf dem allgemeinen Theorem zur Verteilung der T-Statistik. Und das werden wir jetzt beweisen. Wir haben also ein allgemeines lineares Modell mit der Designmatrix 1n1, 0n1, 0n2, 1n2. Wir haben den Beta-Parameterschätzer eben gerade bestimmt. Wir haben erstmal den Beta-Parameter-Vektor, μ1, μ2. Und wir haben den Beta-Parameter-Schätzer bestimmt als y1 quer, y2 quer. Was brauchen wir noch? Wir haben gesehen, dass der Varianzparameterschätzer Sigma Quadrat Dach S1,2 Quadrat ist. Wir haben den Kontrastgewichtsvektor festgelegt als 1 minus 1. Das heißt, wir interessieren uns für die Differenz von μ1 und μ2. Und wir haben festgelegt, dass C transponiert Beta 0 gleich μ0 sein soll. Okay, dann schreiben wir mal die Formeln hin für die Teststatistik. Das heißt, C transponiert Beta 8 minus C transponiert Beta 0 geteilt durch Wurzel aus Sigma Quadrat Dach mal C transponiert x transponiert x invers mal C. Und für den Nicht-Zentralitätsparameter Delta haben wir C transponiert Beta, wahrer, aber unbekannter Parameter, minus C transponiert Beta 0 geteilt durch Sigma Quadrat, wahrer, aber unbekannter Varianzparameter, und dann dasselbe nochmal, C transponiert, X transponiert, X invers, C. So. Ich habe jetzt hier die beiden Formeln schon mal angeschrieben, weil wir gewisse Terme haben, die wir in beiden, in gleicher Weise vorkommen und die werden wir jetzt ausrechnen. Also erstmal gucken wir auf die Zähler dieser Brüche und wir bestimmen C transponiert C transponiert Beta Dach minus C transponiert Beta 0. Der Kontrastvektor ist 1 minus 1. Wir transponieren den. Und der Beta-Parameterschätzer ist y1 quer
Epsilon 2 quer und C transponiert Beta 0 sollte Mu 0 sein. Jetzt multiplizieren wir diesen Vektor mit diesem Vektor 1 mal 2 mal 2 mal 1 ergibt 1 mal 1 und zwar 1 mal Y1 quer minus 1 mal Y2 quer. Und ich schreibe jetzt hier Y1 minus Y2 quer mal in Klammern, damit man auch sehr schön sieht, dass wir quasi die Differenz der beiden vergleichen mit unserem Mu 0 durch eine weitere Differenz. Okay, jetzt kommen wir zu dem Zähler von Delta. Da steht C transponiert Beta minus C transponiert Beta 0. C transponiert ist 1 minus 1 und der Beta-Parameter-Vektor ist Mu 1, Mu 2. Und C transponiert Beta 0 hatten wir als Mu 0 festgelegt. Das heißt, hier kommt raus 1 mal Mu 1 minus 1 mal Mu 2. Gibt also Mu 1 minus Mu 2 minus Mu 0. Okay. So, jetzt schauen wir uns den Nenner dieser Brüche etwas genauer an und wir sehen, dass in beiden dieser komische Term hier C transponiert mal X transponiert X invers mal C vorkommt. Das ist also einmal hier die Kovarianz der Beta-Parameterschätzer, x transponiert x invers, und von links und rechts wird da der Kontrastgewichtsvektor ran multipliziert, um also bestimmte Elemente dieser Matrix auszuwählen. Gut, und das wollen wir jetzt auch nochmal ausrechnen. C transponiert ist also wieder 1 minus 1, und hier hinten steht C, das ist 1 minus 1 als Spaltenvektor und in der Mitte steht jetzt x transponiert x invers. X transponiert x invers haben wir aber schon ausgerechnet für den Beta-Parameterschätzer. Das war diese Diagonalmatrix hier invertiert. Und wir hatten gesagt, dass man dieses Spielzeugergebnis hier verallgemeinern kann, dahingehend, dass x transponiert x invers 1 durch n1, 1 durch n2 als Diagonalelemente einer Diagonalmatrix ist und 0 bei den anderen Anträgen. Gut, jetzt haben wir hier ein 1 mal 2 Vektor, eine 2 mal 2 Matrix, einen 2 mal 1 Vektor und wir haben also kompatible Matrixprodukte. Ja? Hier haben wir die inneren Dimensionen 2 und hier haben wir auch die inneren Dimensionen 2. Das heißt, insgesamt wird diese Matrixmultiplikation aufgehen und wir werden hier einen 1 mal 1 Matrix, also ein Skalar erhalten. Im ersten Schritt multiplizieren wir C transponiert mit X transponiert X invers und das ergibt als ersten Eintrag 1 mal 1 durch N1 minus 1 mal 0 ist 1 durch N1 und im zweiten Eintrag 1 mal 0 minus 1 mal 1 durch N2 minus 1 durch N2. Dann wird das Ganze nochmal mit einem 2 mal 1 Vektor multipliziert, das heißt, wir haben hier erste Zeile, erste Spalte und das ergibt dann 1 durch N1 minus, plus 1 durch N2. Ja? Also das Minuszeichen wird hier wieder ausgeglichen, dadurch, dass noch einmal mit der minus 1 als zweitem Eintrag des Kontrastvektors multipliziert wird. Okay, schön. Das heißt, C transponiert mal X transponiert X invers mal C hat eine relativ einfache Form, nämlich diese hier. Und wir wollen die jetzt noch ein bisschen umschreiben, damit unsere T-Statistik irgendwie schöner aussieht. Also letztendlich haben wir hier stehen 1 durch Wurzel aus dem da. Und Wurzel unter dem Bruchstrich heißt immer hoch minus 1/2. Ja, Wurzel heißt hoch 1/2, unter dem Bruchstrich heißt hoch minus 1, ergibt zusammen hoch minus 1/2. Das heißt, das, was hier steht, wird hoch minus 1/2 genommen. Wir können jetzt aber diese beiden Brüche nicht einfach addieren, indem wir sagen, 1 durch n1 plus 1 durch n2 ist gleich 1 durch n1 plus n2. Das stimmt nicht.
Man kann nur Brüche addieren, die denselben Nenner haben. Wie erreichen wir das hier, dass diese Brüche den beiden denselben Nenner bekommen? Das haben Sie, glaube ich, in der Schule unter dem Stichwort Hauptnenner finden kennengelernt. Und 2 plus n 1 durch n 1 mal n 2. Können Sie nochmal sagen, bitte? N 1 plus n 2 durch n 1 mal n 2. Genau, wir müssen also gemeinsamer den, ja? N 1 mal n 2. Genau, wir müssen den gemeinsamen Nenner dieser Brüche finden. Das ist n 1 mal n 2, also indem wir einfach die Nenner beider Brüche multiplizieren. Das heißt, wir erweitern die Brüche, dann steht hier n 2 geteilt durch n 1 mal n 2 und hier steht n 1 geteilt durch n 1 mal n 2. Ja? Das heißt, wir haben den ersten Bruch mit n 2 erweitert, mal n 2, mal n 2, und wir haben den zweiten Bruch mit n 1 erweitert, mal n 1, mal n 1. Jetzt dürfen wir die Brüche zusammenfassen, weil sie denselben Nenner haben. Und das geschieht dann so, dass man einfach die Zähler zusammen addiert. Das heißt, hier steht n1 plus n2 geteilt durch n1 durch n2. Das ist das Ergebnis, was Sie schon gesagt hatten. Wir haben also gleich einen Schritt übersprungen, hoch minus 1/2. Sehr schön. Ich hatte gesagt, hoch 1/2 bedeutet Wurzel und hoch minus 1 bedeutet unter dem Nenner. Das heißt also, man kann dieses minus 1 hier eliminieren, indem man Zähler und Nenner vom Bruch vertauscht. Ja? Also ein Bruch hoch minus 1 dreht den Bruch um und dann steht hier also n1, n2 geteilt durch n1 plus n2 und dann ist der Exponent nur noch 1/2, weil wir den Exponenten minus 1 schon benutzt haben. Exponent 1/2 bedeutet aber Wurzel, das heißt, das ist die Wurzel n1, n2 geteilt durch n1 plus n2. So, und jetzt haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen und können in die Formeln einsetzen. Wir hatten gesagt, für die T-Statistik, dass C transponiert, Beta Dach und so weiter, das hier ist. Also steht hier y1-quer minus y2-quer minus y0. Unter dem Bruchstrich steht die Wurzel aus, das habe ich jetzt hier ungünstig geschrieben, weil ich keinen Platz gelassen habe. Fangen wir hier an. Und unter dem Bruchstrich steht also einmal dieses C transponiert X inverse C. Wir haben gesehen, dass das hier und unter der Wurzel, unter dem Bruchstrich ist es das hier. Das heißt, das wandert hier als Faktor nach vorne und des Weiteren steht unter dem Bruchstrich die Wurzel aus Sigma Quadrat Dach. Sigma Quadrat Dach ist S12 Quadrat, also gebündelte Stichprobenvarianz. Wenn wir die Wurzel daraus ziehen, erhalten wir die gebündelte Stichprobenstandardabweichung S12. Das ist die T-Statistik. Jetzt machen wir dasselbe einmal für den Nicht-Zentralitätsparameter Delta. Da haben wir hier den Vorfaktor n1 mal n2 geteilt durch n1 plus n2 mal ein Bruch. Und der Bruch hat im Zähler das hier zu stehen, y1 minus y2 minus y0. Und unter dem Bruchstrich steht jetzt noch die Wurzel aus Sigma Quadrat. Und die Wurzel aus Sigma Quadrat ist Sigma. Gut. Das ist die T-Statistik für den Zwei-Stichproben-T-Test. Und jetzt können wir diesen Test auch einführen. Gegeben sei also die T-Statistik, wie wir sie eben hergeleitet haben. Hier steht sie in Gleichung 54. Und des Weiteren legen wir ein μ0 fest, sodass die Nullhypothese und Alternativhypothese lauten, μ1 minus μ2 ist gleich μ0 oder diese Differenz ist ungleich μ0. Dann ist der zweiseitige Zwei-Stichproben-T-Test definiert als Phi von y
also ein Test auf Grundlage der Daten, der den Wert 1 annimmt, wenn der Betrag von der Teststatistik größer gleich der kritische Wert K ist und der den Wert 0 annimmt, wenn der absolute Betrag der Teststatistik kleiner K ist. Gut. Daraus folgt wiederum die Testgütefunktion. Das heißt also, nochmal zur Erinnerung, die Testgütefunktion ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test den Wert 1 annimmt. Die wird hier wieder als Q von Phi bezeichnet. Die ist diesmal eine Funktion von zwei Parametern, nämlich von μ1 und μ2. Also eine Funktion mit zwei Argumenten. Und hat aber eine sehr ähnliche Form, nämlich 1 minus Psi von k plus Psi von minus k, wobei dieses Psi also die kumulative Verteilungsfunktion der nichtzentralen T-Verteilung ist mit dem Nichtzentralitätsparameter, den wir eben hergeleitet haben, und dem Freiheitsgradparameter n1 plus n2 minus 2. So. Q von Phi ist, wie ich gerade gesagt habe, eine bivariate, reellwertige Funktion. Zwei Argumente, μ1, μ2, ein Funktionswert. Und wir sehen, dass allerdings μ1 und μ2 in dieser Funktion nur in Form ihrer Differenz eingehen. Hier als μ1 minus μ2 im Nichtzentralitätsparameter Delta. Das heißt, alternativ könnte man diese Testgütefunktion auch als univariate Funktion konzipieren, wobei dann das Argument der Funktion dieses Delta, also μ1 minus μ2 wäre. Dieses Theorem werden wir nicht beweisen, weil, wie wir sehen, hier nur sehr kleine Änderungen im Vergleich mit dem Einstichproben-Szenario auftreten. Aus n-1 wird n1 plus n2-2, aus Wurzel n wird diese etwas kompliziertere Wurzel und aus μ-0 wird μ1 minus μ2 minus μ0. Okay, wir schauen uns die aber einmal an, die Testgütefunktion, und die ist hier gegeben. Wir hatten gesehen, dass es jetzt eine bivariate, reellwertige Funktion ist. Die hat also zwei Argumente, μ1 und μ2, die hier als x- und y-Achse gegeben sind. Und der Wert ist dann auf der z-Achse abgetragen. Und Sie sehen, dass hier so eine Art Diagonale durch diesen Graphen gibt, an dem diese Funktion minimal ist. Ja? Das ist die Diagonale, die durch μ1 gleich μ2 bestimmt ist. Wenn μ1 gleich μ2 ist, dann ist die Differenz zwischen ihnen 0. Das μ0 ist hier als 0 festgelegt. Und dann ist die Testgütefunktion minimal für dieses μ0 gleich 0. Wir sehen wieder, dass die Testgütefunktion gegen 1 strebt, also je größer die Differenz zwischen diesen μ1 und μ2 wird. Und wir sehen auch wieder, dass sie umso langsamer gegen 1 strebt, je höher der kritische Wert ist. Das heißt, mit einem höheren kritischen Wert stellen wir höhere Anforderungen daran, was der Fall sein muss, damit wir die Nullhypothese ablehnen. Okay, jetzt zur Testumfangskontrolle. Nochmal zur Erinnerung, Testumfangskontrolle bedeutet, dass wir also einen kritischen Wert so bestimmen wollen, dass unser Test eine bestimmte, im Vorhinein gewählte Falsch-Positiv-Rate hat. Diese Positivrate heißt Alpha 0 und der Test ist genau dann ein Level-Alpha 0-Test mit dem Testumfang Alpha, wenn der kritische Wert durch K-Alpha 0 gegeben wird, wobei K-Alpha 0 Psi invers von 1 minus Alpha 0 halbe ist. Und der einzige Unterschied besteht jetzt hier wiederum darin, dass Psi invers die inverse kumulative Verteilungsfunktion der T-Verteilung mit den Freiheitsgradparameter n1 plus n2 minus 2 ist, statt wie zuvor gesehen mit dem Freiheitsgradparameter n minus 1. Das Resultat folgt also auch einfach analog. Wie ist jetzt wieder das praktische Vorgehen für so einen Zwei-Stichproben-T-Test? Man misst also eine bestimmte Variable von Beobachtungen in zwei Gruppen, also Probanden in einem Experiment oder Patienten in einer Studie. Und man nimmt an, dass
diese Datenpunkte dann so verteilt sind, wie es das Zwei-Stichproben-T-Test-Modell voraussetzt, also normal verteilt mit verschiedenen Erwartungswerten. Und dann legt man ein μ0 fest, in der Regel ist das 0, und möchte entscheiden, ob eher die Null-Hypothese zutrifft, dass die Differenz gleich μ0 ist, oder die Alternativhypothese, dass die Differenz ungleich μ0 ist. Man wählt ein Signifikanzniveau α0, daraus ergibt sich der kritische Wert k-α0 gemäß der Formel. Dann bewegen wir uns wieder auf unsere Daten zu, auf unsere tatsächlich erhobenen Daten. Das heißt, wir nehmen die Stichprobenumfänge n1, n2, die Stichprobenmitte y1 quer, y2 quer und die gebündelte Stichprobenstandardabweichung s1,2 und berechnet daraus die Realisierung der T-Statistik, die hier als klein t bezeichnet wird. Wenn diese Realisierung der T-Statistik größer gleich k-α0 ist oder kleiner gleich minus k-α0, lehnt man die Nullhypothese ab. Ansonsten lehnt man die Nullhypothese nicht ab. Diese Theorie garantiert dann, dass wir auf lange Sicht in höchstens α0 mal 100 von 100 Fällen die Nullhypothese ablehnen, obwohl sie wahr ist. Okay, jetzt wieder zur Bestimmung des p-Werts. Wir haben gesehen, dass der p-Wert definiert ist als das kleinste Signifikanzlevel α0, bei welchem man die Nullhypothese noch ablehnen würde, wenn man die t-Statistik gemessen hat, wenn man die t-Statistik beobachtet hat, die aus dem vorliegenden Datensatz resultiert. Das heißt, wir setzen wieder für die T-Statistik dieses kleinen t ein, dann erhält man diese Ungleichung hier und daraus folgt, wie wir vorhin schon gesehen haben, dass das α0 größer gleich 2 mal die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Teststatistik größer gleich der Betrag von klein t ist unter der Nullhypothese. Unter der Nullhypothese können wir die kumulative Verteilungsfunktion der normalen t-Verteilung verwenden. Das heißt, wir haben jetzt also keinen Nicht-Zentralitätsparameter mehr und dann ergibt sich der p-Wert als 2 mal 1 minus Psi von Betrag t. Und wiederum gilt, dass hier lediglich der Freiheitsgradparameter n-1 sich zu n1 plus n2 minus 2 verändert hat. Okay, jetzt fassen wir die Modellevaluation nochmal durch die Analyse unseres Beispieldatensatzes zusammen. Wir haben also hier die Dateneinlese in den ersten zwei Zeilen, extrahieren dann die beiden Gruppen, die Vektoren, Datenvektoren für die beiden Gruppen, legen unsere Designmatrix fest in dieser blockdiagonalen Struktur von 1 Vektoren und berechnen die Parameterschätzer, Beta-Dach, Sigma-Quadrat-Dach. Hier ist wieder dieser Abschnitt drin, in dem nochmal Konfidenzintervalle berechnet werden, dass Sie das einmal gesehen haben. Wir schauen uns die jetzt aber nicht näher an und interpretieren die auch nicht. Und der untere Abschnitt hier, alles was nach der Schleife kommt, ist also der Hypothesentest. Der Kontrastgewichtsvektor ist 1-1, μ0 ist gleich 0, α0 ist gleich 0,05, unser Signifikanzlevel. Daraus folgt ein bestimmter kritischer Wert, k-α0, wir berechnen die t-Statistik, klein t, und wenn die t-Statistik den kritischen Wert überschreitet, lehnen wir die Nullhypothese ab. Zusätzlich kann man noch den p-Wert berechnen. So, hier unten stehen die Ergebnisse. Hier ist es jetzt so, dass der kritische Wert 1,99 beträgt und der t-Wert ist minus 3,34, also der absolute Betrag von t ist größer als der kritische Wert und deshalb wird die Nullhypothese abgelehnt. Der p-Wert ist dann, ergibt sich als 0,00127. Ja. In R kann man die Funktion t.test nicht nur für den Einstichproben-t-Test, sondern auch für den Zweistichproben-t-Test benutzen. Und das sieht dann so aus, dass man einfach beide Datenvektoren y1 und y2 in die Funktion reingibt und noch ein paar Einstellungen festlegt. Beispielsweise wird hier durch var equal gleich true festgelegt, dass man gleiche Varianzen zwischen den beiden Gruppen annimmt. Und das ist auch wieder ein zweiseitiger Test hier.
Wenn wir uns dann die Ergebnisse im Detail ausgeben lassen, sehen wir, dass der P-Wert hier auch 0,00127 ist. Das heißt, die Entwickler von R haben den T-Test korrekt implementiert. Schön. Hier kann man nochmal kurz festhalten, was auch eine Vorausschau auf die Varianzanalyse ist, dass R eine alternative Parametrisierung des Zwei-Stichproben-T-Tests verwendet, nämlich die sogenannte Effektdarstellung. Wir haben jetzt hier die Effektdarstellung nicht benutzt, sondern wir haben die Erwartungswertparameterdarstellung benutzt, indem wir also tatsächlich die beiden Gruppen kategorisch voneinander unterscheiden. Die Effektdarstellung beruht dann darauf, dass man eine Gruppe als Referenzgruppe festlegt und dann den Unterschied der anderen Gruppe relativ zu dieser Gruppe betrachtet. Für die T-Tests ist es nicht sinnvoll, das so zu machen, aber wir werden das ausführlich besprechen, wenn wir zur einfaktoriellen und auch zur zweifaktoriellen Varianzanalyse kommen. Okay, dann zum Abschluss noch die Analyse der Powerfunktion. Die Powerfunktion ermitteln wir wieder aus der Testgütefunktion. Also nochmal zur Erinnerung, die Powerfunktion ist diejenige Funktion, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, wenn sie tatsächlich falsch ist. Also die Wahrscheinlichkeit, mit der wir den Effekt detektieren in unserem Experiment, sofern er vorliegt. Und hier ist es also auch komplett analog zum Einstichproben-T-Test. Die Testgütefunktion ist abhängig von K, von Delta und von dem Stichprobenumfang. Und das K wird festgelegt, wenn wir unser Alpha 0 festlegen, dann ergibt sich nämlich ein K-Alpha 0. Und dann ist die Powerfunktion eine multivariate, reellwertige Funktion, die also von Delta und N abhängt und hier eine sehr ähnliche Form wie zuvor hat, nur dass N-1 zu N-2 wird. Wir bezeichnen das hier als multivariate, reellwertige Funktion, weil in diesem Delta ja hier mehrere Dinge drin stecken. Ja, also hier stecken μ1 und μ2 drin. Okay, dann können wir diese Funktion noch interpretieren. Wir sehen, dass je höher der Stichprobenumfang n gleich n1 plus n2 ist, desto höher ist auch die Power. Ein größerer Stichprobenumfang ist also grundsätzlich besser als ein kleinerer Stichprobenumfang, wobei wiederum nicht die Kosten berücksichtigt werden für die Erhöhung des Stichprobenumfangs. Und hier kann man jetzt noch sich überlegen, wie sich Ungleichgewichte zwischen N1 und N2 auf die Powerfunktion auswirken. Da ist es so, dass das eine eher untergeordnete Rolle spielt. Achso, also Ungleichgewichte zwischen N1 und N2 bedeutet, dass wir zum Beispiel entweder 40 und 40 Probanden haben oder 20 und 60 oder 10 und 70. Ja? Es werden in jedem Fall insgesamt 80, aber die Ungleichheit der Gruppen wäre verschieden. Und hier ist es so, dass diese Ungleichgewichte eine eher untergeordnete Rolle spielen, weil wir ja dieselbe Varianz für die beiden Gruppen annehmen und somit Datenpunkte in der einen Gruppe auch zur Schätzung der Varianz in der anderen Gruppe beitragen. Allerdings sehen wir, dass N1 und N2 in der Powerfunktion nicht nur additiv vorkommen, wie also zum Beispiel hier N1 plus N2, sondern sie kommen auch multiplikativ vor. Also hier in dem Delta steht unter der Wurzel N1 mal N2. Und dieses Produkt N1 mal N2 ist bei konstantem n insgesamt umso höher, je näher die Zahlen beieinander liegen. Ja, also Sie können sich überlegen, 40 mal 40 ist 1600 und 20 mal 60 ist nur 1200 und 10 mal 70 ist nur 700, das ist weniger. Das heißt also, das Produkt zweier Zahlen ist am größten, je näher diese beiden Zahlen beieinander liegen. Und das hätte zur Folge, dass die Power also tendenziell größer sein würde, wenn wir eher gleiche Stichprobenumfänge für die beiden Gruppen haben. Aber wiederum gilt, wir kennen ja den wahren Wert dieses Delta sowieso nicht. Und wenn wir den wahren Wert kennen würden, dann würden wir den Test nicht durchführen, weil dann wüssten wir ja schon, was die tatsächlich vorhandene Effektstärke ist.
Generell wird also dann folgendes Vorgehen vorgeschlagen. Man wählt das Alpha 0 und eine Mindesteffektstärke, die hier 3 ist. Und man möchte diese Mindesteffektstärke mit einer Power von B, also in der Regel 80%, detektieren. Daraus ergibt sich dann eine univariate Powerfunktion, die nur noch von n abhängt. Dann schaut man, wo diese Powerfunktion den Wert b erreicht und liest den optimalen Stichprobenumfang auf der x-Achse ab. Okay. Gibt es Fragen dazu? Oder Fragen zum Komplex T-Tests insgesamt? Gut, also wenn es keine Fragen gibt, dann sehen wir uns nächste Woche zum Thema einfaktorielle Varianzanalyse. Danke.